Jetzt kommt ein absoluter Kracher. Ich möchte dir in diesem Video nichts weniger als die für mich wichtigste Heilpflanze für ein gesundes Herz vorstellen. Sie wird dein Herz besser durchbluten, besser mit Sauerstoff versorgen, den Herzrhythmus regulieren und damit dein Herz erfreuen. Und wenn du dich dafür entscheidest, den Weißdorn vorbeugend und dauerhaft zu konsumieren, dann wirst nicht nur du alleine davon profitieren, sondern auch die Menschen, denen du wichtig bist. Und dafür müssen sie nicht einmal den Weißdorn konsumieren. Was? Ja, ist doch logisch. Wenn du gesund und glücklich bist, dann geht's natürlich auch deinen Liebsten gut. Hallo, mein Name ist Timo, ich bin Ernährungsberater und studiere Pflanzenheilkunde. Und in diesem Video stelle ich dir von Herzen den Herz-Kreislauf-Baum vor. Wir sprechen in diesem Video, wie immer, über Inhaltsstoffe, wie diese in ihrer Gesamtheit wirken. Wir machen eine Tinktur zusammen und eine kleine Spritztour. Und das alles beginnt nach dem besten Intro auf ganz YouTube. Man sagt, der Weißdorn wächst nur an magischen Orten. Und das möchte ich anhand eines einfachen Beispiels bestätigen, doppelt unterstreichen, sozusagen. Hier haben wir den Weißdorn. Und dieser wächst direkt neben der Bundesstraße 60, die sich unmittelbar hinter der Hecke befindet. Magie. Und wenn man mal 2 Stunden an diesem Ort verbracht hat, dann kann man die Magie ziemlich zeitnah in Form von Herzrhythmusstörungen spüren. Stress, Autos, Lärm. Und genau aus diesem Grund wächst der Weißdorn hier, weil er hier gebraucht wird. Es ist absolut abgefahren. Die Natur ist super perfekt. An dieser Stelle, wo ich mich gerade befinde, plus die Straße und die Straße da hinten, an dieser Stelle laufen oder fahren täglich Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen vorbei, die aufgrund der Lebensweise, schlechte Ernährung, zu wenig Bewegung, Stress, eine Herzstärkung gebrauchen könnten. Und da ist der Weißdorn hier. Perfekt. Besser geht's nicht. Der Weißdorn wächst so gut wie bei jedem direkt in der Nähe. Und es ist für mich absolut logisch, dass diese wunderschöne Natur sich in Form der Pflanzen zeigt, die wir jetzt in dieser Zeit, wo die meisten Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben, brauchen. Weißdorn. Und wie offensichtlich ist es eigentlich? Also im Wald habe ich noch nie einen Weißdorn gefunden. Du? Jetzt festhalten, der Weißdorn hier kann eingesetzt werden bei funktionellen Herzbeschwerden, bei Herzinsuffizienz, Altersherz, bei Herzrhythmusstörungen, bei koronaren Herzkrankheiten. Durch die Bank, was Herzerkrankungen angeht, ist der Weißdorn das der absolute Boss, Freunde, wirklich jetzt. Darüber hinaus hat er einen positiven Effekt auf unsere Psyche, indem er Unruhe, Stress, Anspannung entgegenwirken kann und somit wieder einen positiven Einfluss auf unser Herz hat. Super wertvoll, was die Natur nicht alles für uns macht. Und jetzt kommt der Hammer. Jetzt kommt ein bisschen Werbung für Mutter Natur. Was kann die Natur mehr machen, als so toll auszusehen? Und so wunderbar betörend zu duften. Was kann die Natur mehr machen? Klar, die Natur, die kann mal anrufen oder eine SMS schreiben und Bescheid sagen, was hier draußen so abgeht. Aber die Natur sagt ja Bescheid. Durch mich. Und durch dich, wenn du dieses Wissen weitergibst. Deswegen sind wir ja so wichtig. Und wir sind ja Teil der Natur. Also die Natur sagt Bescheid. Also es scheint einfach zu sein. Und es ist oft einfach. Das Leben ist einfach. Es riecht gut, es sieht gut aus. Da beiß ich rein. Schaut euch das mal an. Guck mal. Beutel links und Beutel rechts. Unglaublich. Fleißig die Insekten, oder? Ja, ich sammle hier auch gerade vom Weißdorn. Und ich bin nicht der Einzige, der diesen wunderschönen Baum zu schätzen weiß. Aber achtet die Beutel, da hat sich aber jemand die Taschen voll gemacht. Richtig heftig. Dagegen bin ich ja übertrieben. Ja, das ist rückschrittlich unterwegs, kann man fast schon sagen, mit dem einen Beutel. Aber guckt euch diesen wertvollen Baum an. 2. Von mir aus auch Strauch. Guckt euch das an. Wie Wolken, oder? Das ist der Himmel. Und genauso riecht sie auch. Unglaublich. Ja, wie Sahnehäubchen. Ne? Du Sahnehäubchen. Richtig, richtig schön. Und ich wollte euch ja nur kurz die Blüten zeigen. Die 5-zähligen Blüten zeige ich euch jetzt mal ganz kurz hier. Achtet. Und da in der Mitte, um den Staubfäden herum, in der Mitte. Seht ihr, ich versuche da mal drauf zu zeigen. Oh ja, da kommt der dicke Finger. Ja, kann man nicht drauf zeigen, aber da sitzt ein Griffel.
in der Mitte der Blüte. Genau in der Mitte. Leicht gelb. Das ist der Griffel. Und ein Griffel bedeutet ein griffliger Weißdorn. Und dann gibt es auch noch Visionen mit zwei Griffeln. Das wäre dann der zweigrifflige Weißdorn. Fast das komplette Jahr könnt ihr von dem Baum profitieren. Wenn die Bären da sind, könnt ihr von den Bären profitieren. Ihr könnt euch genügend sammeln, sodass ihr das ganze Jahr auskommt. So mache ich es immer. Ihr könnt von den Blättern einen Tee machen oder diese pur essen. Ich mache so gut wie täglich. Ihr könnt, wenn er so frisch aufblüht, es riecht nach Marzipan und schmeckt nach Marzipan. Dann könnt ihr hier, ich sag mal, so eine Wolke könnt ihr locker essen. Ich esse 2, 3 davon am Tag. Voller Inhaltsstoffe. Besser geht's nicht. Aber wie gesagt, ich sammle mir auch eine Menge, trockne es und trinke, ja, ich würde sagen, das halbe Jahr über trinke ich Weißdorntee. Sehr, sehr lecker, super wertvoll. Wir haben es mit einem Strauch bzw. kleinen Baum zu tun. Das hier sind definitiv Sträucher. Der Weißdorn gehört zu den Rosengewächsen und der lateinische Name ist Crataegus monogyna. Guckt euch das an. Wie tief gelappte Blätter. Du kannst den Weißdorn eigentlich gar nicht verwechseln. So, und meistens ist es so, dass 3/4 des Blattes gelappt ist. Das ist der eingrifflige Weißdorn, das muss ich dabei sagen. Ich finde bei mir auch nur den eingriffligen Weißdorn vor. Auch häufig vorkommt der zweigrifflige Weißdorn, da sehen die Blätter schon anders aus. Die sind nicht so tief gelappt, auf gar keinen Fall. Die sind eher eiförmig und nur 1/3 bzw. höchstens bis zur Hälfte des Blattes ist gelappt. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, du kannst dir einfach Weißdorntee oder aber auch Weißdorn-Fertigpräparate bestellen. Der Tipp geht hier raus für die Leute, die nicht sammeln können, die keinen Weißdorn finden, was wahrscheinlich eher weniger der Fall sein wird. Ihr könnt euch natürlich Weißdorn bestellen. Wenn ihr den Weißdorn konsumiert, dann gibt es hier noch einen Tipp von mir. Konsumiert ihn zusammen mit Melisse. Gerade wenn ihr nervöse Herzbeschwerden habt zum Beispiel. Oder aber mit dem Herzgespann zusammen. Da gibt es in Kürze von mir ein Video zu, ebenfalls sehr, sehr wertvolles Kraut. Die Kombination, wie gesagt, Weißdorn, Melisse, Herzgespann ist super wertvoll. Und wenn ihr esst, darauf werde ich oft in meinen Kommentaren, werde ich darauf aufmerksam gemacht, ob ich mir keine Gedanken mache, dass irgendwelche Tiere da dran sind. Schaut ruhig nach, ob Tiere dran sind, bevor ihr esst. Also nicht, dass irgendwie ein Vogel drauf sitzt oder so. Okay, ja, wir werden eine effektive Tinktur gleich zusammen basteln und da haben wir den Vorteil, dass wir nicht nur von den wasserlöslichen Inhaltsstoffen profitieren, sondern auch von den fettlöslichen und das sucht seinesgleichen. Dann werde ich auch noch mal kurz darauf aufmerksam machen, inwieweit es Sinn macht, Alkohol zu konsumieren und ob es überhaupt irgendwelche negativen Auswirkungen auf unseren Körper hat. Ich kann schon mal spoilern, hat es nicht. Kommen wir nun zu den wertvollen Inhaltsstoffen, die eine so perfekte Kombination für unser Herz ergeben. Wir haben biogene Amine, Phenolcarbonsäuren, Triterpensäuren, wir haben Gerbstoffe und wir haben Flavonoide, wir haben OPC. Und dieses OPC puffert freie Radikale besser als viele andere Antioxidantien. OPC ist ein starkes Antioxidant und für unsere Gesellschaft absolut wertvoll. Um das ganz kurz zu erklären, wir sind in jeder Sekunde von Zellzerstörung bedroht. Du entwickelst auch jeden Tag Krebs. Das ist alles ganz normal in unserem Körper, Zellen werden angegriffen. Wenn du ganz normal isst, westliche Ernährung, wenn du dir einen Snickers reinknallst, dann entstehen Radikale in deinem Körper, die deine Zellen angreifen und die dich alt machen. Ja, und mich auch, natürlich. Ne? Aber das kannst du natürlich mit einem Snickers nicht abpuffern. Diese Radikale. Wenn du dich dafür entscheidest, nährstoffdicht zu essen, ja, ist dieselbe Kirmes wie sonst auch. Wenn du dich dafür entscheidest, nährstoffdicht zu essen, dann entstehen auch diese Radikale in deinem Körper. Die werden aber durch das, was du isst, natürlich abgepuffert. Deswegen ist es so wichtig. Du möchtest jung und frisch bleiben, dann eine Nährstoffdichte am besten mit auf dich abgestimmte Wildkräuter, Sprossen und auch ein bisschen Kulturgrün. Und Obst und Gemüse. Ganz, ganz gerne. Aber auf jeden Fall nährstoffdicht, damit du lange frisch und gesund bleibst. Denn diese Radikale sorgen nicht nur dafür, dass du alt wirst. Darauf bin ich nur eingegangen, weil man so viele Leute ins Boot holt, die dann gut zu sich sind, sondern machen natürlich auch krank. Bedeutet, das größte Organ lässt dich dann alt aussehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber du hast natürlich auch innere Organe, die ebenfalls dann von Zellzerstörung bedroht sind. Aber sie brauchen doch kein Fahrrad so langsam, wie sie unterwegs sind. Ist aber gesund. Das sieht nach Heiratsantrag oder sowas aus. Nach Heiratsantrag? Der Weißdorn. Der ist ja wirklich wunderschön. Der absolute Hammer.
in aller Ausgiebigkeit mache ich Werbung für diesen wundervollen Baum. Wirklich, die Nährstoffdichte und die Kombination von Nährstoffen, die suchen seinesgleichen, tatsächlich. Ja, stimmt. Super stark. Und hier sind ja wirklich, da hinten ist ja auch eine riesige Hecke, ne? Ja, genau. Ist so alles voll. In der Nähe von der Autobahn, Bundesstraße, ja. Da ist eine Straße, hier ist der Weg, überall, wo die Leute sind. Ja. Der kommt zu uns. Ja. Danke. Schönen Tag euch beiden. Ja, danke ebenso. Danke, ciao. Und diese Inhaltsstoffe, von denen ich gerade gesprochen habe, sind für unsere Zeit perfekt. Perfekte Inhaltsstoffe. Warum? Weil natürlich viele Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben. Darauf möchte ich jetzt aber nicht weiter eingehen, weil ich glaube, dass wir generell zusammen nach vorne gehen. Das wird auch die Pointe dieses kurzen Abschnittes werden, denn ich möchte jetzt ein paar abgefahrene Gedanken mit euch teilen. Wenn wir alle vorbeugend gesund leben, sagen wir mal, jeder konsumiert den Weißdorn, hat eine moderate Bewegung und Fasten in seinen Alltag integriert und ist gut zu sich. Wofür ist denn dann der Weißdorn da? Wofür ist dann der Weißdorn da? Das kann ich euch sagen. Wenn jeder den Weißdorn konsumiert, wenn wir alle gut zu uns sind, du kannst auch ohne den Weißdorn natürlich gesund sein, ne? So, aber ist schon schlechter. So, auf jeden Fall, wenn jeder gut zu sich ist und der Weißdorn nicht mehr dafür gebraucht wird, Herzkrankheiten entgegenzuwirken, gegen funktionelle Herzbeschwerden, gegen Herzrhythmusstörungen vorzugehen, dann wird der Weißdorn genutzt, um eine höhere Lebensqualität im Alter zu erreichen. Nach vorne zu gehen. Absolut abgefahren. Ich meine, ich konsumiere den Weißdorn fast das Jahr hindurch. Immer mal wieder mit Pausen, aber der Weißdorn ist tatsächlich eine Pflanze, die kannst du durchgehend konsumieren, dein ganzes Leben. Dein ganzes Leben, da gibt es keinen Gewöhnungseffekt. Dafür ist der Weißdorn da. Und abgefahrene Gedanken insofern, weil, wenn der Weißdorn uns dann ein besseres Leben im Alter beschert, dann verändert sich die Welt um uns herum. Das ist doch ganz normal. Die Menschen sind glücklicher, die Menschen sind gesünder. Gesündere Menschen sind glücklicher und glücklichere Menschen treffen bessere Entscheidungen und leben den Kindern der nächsten Generation das richtige Leben vor. Das ist der Fortschritt. Das ist der Fortschritt, Freunde. Es ist super abgefahren. Und wenn wir das Ganze zu Ende denken, wenn jetzt möglichst viele Menschen, sagen wir mal einfach, jeder, der dieses Video schaut, entscheidet sich dafür, den Weißdorn zu sammeln, zu konservieren, um das ganze Jahr davon zu profitieren. Ich mache es. Wirklich jetzt. Ich blende ein. Ich habe, glaube ich, noch genau einen Teelöffel Weißdornblüten. Hat genau gereicht. Bis zum nächsten Sammelzeitpunkt. Sollte so sein. Die Natur. Und wenn sich jetzt jeder dafür entscheidet, in die Eigenverantwortung zu gehen und von dem Weißdorn profitiert, dann verändern wir mal ganz lockerflockig die Welt. Die Steinzeit hat nicht aufgehört, weil die Menschen keine Steine mehr hatten. Steine? Moment. So ein kleiner. Steine gibt's genug. Gibt genügend Steine. Wir hätten auch immer noch in der Steinzeit sein können. Aber die Menschen haben weitergemacht. Das ist der natürliche Prozess des Fortschritts. Die Menschen haben sich weiterentwickelt. Und genau das möchte ich mit euch zusammen machen. Auf diesem Kanal. Ich möchte tatsächlich wirklich was bewegen. Ich möchte den Letzten auch wirklich ins Boot holen. Und motivieren, die Natur in sich zu finden und gut zu sich zu sein. Das ist die Mission auf diesem Kanal. Also seien Sie dabei und bestellen Sie jetzt diesen Stein. Nicht lustig. Der Kollege hier übertreibt mal völlig, oder? Er hier. Also nicht nur, dass dieser Baum wunderbar auf unser Herz-Kreislauf-System wirkt, uns vorbeugend gesund hält. Dieser Baum bietet ebenfalls eine Oase für Insekten, duftet wunderbar, womit er nicht nur Insekten, sondern auch uns Menschen anlocken sollte. Lasst euch ruhig anlocken. Nein, dieser Baum setzt noch einen drauf, indem er meiner Meinung nach aussieht wie ein Herz. Damit es auch der Letzte versteht, das ist der Herz-Kreislauf-Baum. Wenn man sich das hier anschaut, die Natur bildet perfekte Formen. Wirklich jetzt, du kannst im Dunkeln Bäume vom Weiten erkennen. Wenn man sich damit beschäftigt, das ist der absolute Endgegner. Wirklich jetzt. Dieses Glück, welches ich erfahren durfte, versuche ich mit jedem zu teilen, der mir über den Weg läuft. Und dafür sind wir da. Und dann wird es irgendwann eine Welt geben, wo wir keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen mehr haben, weil wir uns gegen Nährstoffoasen wie McDonald's oder Burger King aussprechen und der Natur antworten. Die Natur, die hat eine eindeutige Sprache. Und zwar Faszination, Glück und Gesundheit. Das ist die Sprache. Dieser Lebensraum, das ist unser Lebensraum hier. Das ist unser Lebensraum. Das hier ist wirklich unser Zuhause. Wir sollten hier eigentlich Hütten reinbauen. Wirklich jetzt. Und jeder sollte im Wald leben. Natürlich, so gut es geht. Mit WLAN und Fernsehen.
wir sollten so oft wie möglich in der Natur sein. Im Moment ist es für mich, wenn ihr mich anschaut, ne, ich sehe aus wie die Stadt. Aber mit einer klaren Tendenz in den Wald. Eine klaren Tendenz. Den Großteil meiner Freizeit verbringe ich in der Natur. Ich habe gerade hier vorne einen Reh gesehen. Da geht mir das Herz auf. Davor habe ich Kühe gestreichelt. Davor habe ich Weißdorn gegessen. Und es macht Spaß. Es macht Spaß. Es ist alles für mich. Was für einen Wert hat denn das Leben, wenn ich das vorm Fernseher oder vor eine Xbox verbringe oder 90% des Tages mit meinem Handy verbringe? Es hat keinen Wert. Wir haben 30.000 Tage auf diesem Planeten. So. Klingt für mich nicht viel. Wir haben, wenn es gut läuft, 120 Geburtstage. Klingt für mich noch weniger. Also die Zeit, die wir haben, sollten wir nutzen, wirklich schöne Erfahrungen zu sammeln, die wir mit anderen Menschen teilen können. Und ich habe das Gefühl, dass ich den ein oder anderen hier erreichen kann. Und deswegen werde ich nicht damit aufhören. Und ich danke jedem, der mich dabei unterstützt, der mir zuhört, der mir seine Ohren leiht. Und ich danke noch viel mehr den Menschen, nicht hier, du kommentierst oder gibst mir einen Daumen nach oben oder ein Herz. Ich danke jedem, fühl dich umarmt, wenn ich es schaffe, dich in irgendeiner Art und Weise hier nach draußen zu locken. Ja. Das ist für mich inneres Blumenpflücken. Da geht mir wirklich das Herz auf. Wenn ich in den Kommentaren lese, dass ich dafür gesorgt habe, dass es jemandem besser geht oder dass dieser Mensch Natur näher lebt als vorher, seitdem er auf meine Videos getroffen ist. Danke. Das is it. Darum geht's. Und jetzt werden wir uns mal ordentlich den Helm lackieren. Jetzt werden wir eine Tinktur zusammen machen, Freunde. Und dafür den Baumstumpf da vorne. Den nutzen wir jetzt als Brettchen. Und dann werden wir eine effektive Tinktur machen, um unser Herz-Kreislauf-System zu schützen. Und das werde ich, glaube ich, jetzt in jedem Video erzählen, falls wir eine Tinktur zusammen machen. Der Alkoholgehalt, wenn du dreimal am Tag 15 bis 25 Tropfen, das wäre die Dosierung für die Weißdorn-Tinktur, wenn du 15 bis 25 Tropfen täglich zu dir nimmst, dann ist nichts. Das ist so, als ob du 3 Gläser Orangensaft trinkst. Dafür ist dein Körper ausgelegt. Alkohol kommt in der Natur ganz natürlich vor. Und wenn du von der Pflanze komplett profitieren möchtest, reicht doch ein Tee. Wenn du dir genügend trocknest, bei mir ist schon ordentlich was auf dem Lager, wenn du dir genügend trocknest, konservierst und das ganze Jahr von diesem Tee trinkst, dann wird dein Herz-Kreislauf-System wird es dir danken. Und dementsprechend wirst du glücklicher. Genau. Und hier profitieren wir halt von fettlöslichen und wasserlöslichen Bestandteilen. Beim Tee sind es natürlich nur die wasserlöslichen Bestandteile. Deswegen macht man eine Tinktur. Den Alkohol baust du ruckzuck ab. Enzym, Alkohol, Dehydrogenase. Genau. Baut Alkohol super schnell ab. Und bei Kindern ab 7 oder 8 Jahren noch schneller. Darunter muss man nicht unbedingt mit Tinkturen arbeiten, kann man machen. Aber darunter sollten die kleinen Menschen sollten da ja auch gesund sein. Ne? Wenn wir denen das Richtige vorleben. Wir werden jetzt zusammen ganz unspektakulär eine Tinktur herstellen. Und das wird super einfach und das wird in Zukunft wahrscheinlich noch einfacher werden, weil ich für mich entdeckt habe, dass es ist keine Kunst. Tatsächlich geht es nur darum, dass der Alkohol die Wirkstoffe auszieht. Und dafür ist es in dieser Zeit niemals der Fall, dass es zum Beispiel zu warm wird. Ich würde die Tinktur, einige empfehlen, die Tinktur direkt der Sonne auszusetzen. Das würde ich nicht machen. Ich würde sie irgendwo hinstellen, wo du täglich vorbeiläufst, damit du gut durchschütteln kannst. Ganz genau. Es geht nur darum, dass der Alkohol arbeiten kann. Was ich dir definitiv empfehlen würde, ist Folgendes. Und zwar, lass die Tinktur was länger stehen. Lass den Alkohol länger arbeiten, schüttel jeden Tag gut durch und setz dir die Tinktur nicht der direkten Sonne aus. Es darf ruhig ein bisschen kühler sein, wird es dann aber sowieso, wenn die Tinktur jetzt nicht auf der Heizung steht. Deswegen stell sie irgendwo neben der Treppe. Meine Löwenzahntinktur steht bei mir im Bad. An der hellen Stelle, wo ich mir dann abends die Zähne putze. Wenn ihr wüsstet, wie ich mir die Zähne putze. Und dann nochmal durchschütteln. Okay, das reicht als Einleitung. Ich werde dieses Glas jetzt befüllen. Und wäre natürlich super wertvoll, wenn du nur Blüten nutzt. Ich achte da jetzt aber nicht so gezielt drauf. Ich werde jetzt das Glas hier voll machen. Das werde ich dann jetzt gleich schneiden, so bis zum Ende. Und den Rest der Blätter, den esse ich unterwegs auf dem Weg nach Hause. Das ist der Plan. Guckt, und ich mache einfach machen. Du kannst nicht viel falsch machen. Der Alkohol macht die Arbeit. Lass die Tinktur einfach, nur ich würde sagen, mal locker flockig 4 Wochen stehen. Genau. Dürfen ein paar Blätter mit drin sein, so profitierst du von der kompletten Pflanze. Das ist der Plan. Das langt. Dann hat es ein bisschen Platz zum Arbeiten. Und dann sollte das Ganze komplett
mit dem guten Wodka gedeckt sein. So, wir nehmen 40-prozentigen, kann auch Doppelkorn sein, Freunde. Das ist gar kein Thema. Oder Tequila, wenn du den zu Hause hast, noch irgendwie. Oh, muss ich jetzt gerade den Deckel da drauf machen? Ja, wie gesagt, 40-prozentigen ungefähr. Und wenn wir Sachen haben, wo viele ätherische Öle drin sind, dann nehmen wir definitiv 70-prozentigen. Wenn wir irgendwas haben, wo wir die Enzyme oder Schleimstoffe ausziehen möchten, erwähne ich hoffentlich auch in meinem Tinktur-Video. Ich lerne ja auch jeden Tag dazu, aber ich denke schon, das war ein guter Wissensstand, den ich da hatte. Dann definitiv unter 40%. Genau, so. Und das stellen wir dann einfach an einen hellen, kühlen Ort. So habe ich es gelernt, aber macht keine Matheaufgabe draus. Ne? So. Wichtig ist, dass alle Pflanzenteile bedeckt sind. Und das ist hier der Fall. Ich hoffe, ihr habt es genossen bis hierhin. Wir sehen uns jetzt gleich nochmal. Ich sage natürlich noch Tschüss und ein bisschen Musik hören wir auch noch zusammen. Es ist mir wie immer eine absolute Ehre gewesen. Bringt Glück. Zum Abschluss dieses Videos gibt es wie immer was zu verschenken von mir. Und zwar, natürlich, wir haben in diesem Video darüber gesprochen, OPC, pufferfreie Radikale, und schützt uns vor vorzeitiger Alterung. Und zwar schützt alle deine Zellen. Super wertvoll. Das gleiche macht Q10. Q10 ist für mich mitunter, ich sag's sehr, sehr oft, und ich kann euch nur die Dinge empfehlen, die ich wirklich regelmäßig nehme. Ich nehme schon einiges regelmäßig, das schwankt immer so ein bisschen, aber ich profitiere auch davon. Und zwar volle Möhre, gerade von Pflanzenextrakten oder von Algenöl oder von Q10. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr in der westlichen Welt lebt und Stress habt, dann ist es für mich essentiell, um gesund zu bleiben. Genau. Und hier haben wir Q10 für den Energiestoffwechsel. Also befeuert deine Mitochondrien. Du wirst mehr Energie mit Q10 haben. Zudem absolut wertvoll für deinen Sinusknoten. Das ist der Anzünder für dein Herz, ne? Wenn du Herzstolperer hast. Sehr, sehr wertvoll. Und zudem puffert es ebenfalls freie Radikale. Wahrscheinlich Platz 1 von den Nahrungsergänzungsmitteln, die ich jedem Menschen empfehlen würde und die ich zwischendurch verschenke. Und es passt halt einfach zu diesem Video, weil für dein Herz-Kreislauf-System hier Chip und Chap, mega happ. Ich möchte die Sache nochmal ganz kurz abrunden. Zum einen habe ich noch zwei Kräuter gefunden, die ich dir in Kombination mit dem Weißdorn vorstellen möchte. Habe ich auch zu Anfang des Videos drüber geredet. Und dann lege ich noch bei den Nahrungsergänzungsmitteln lege ich noch Omega-3-Algenöl obendrauf, weil es die Nahrungsergänzungsmittel fürs Herz-Kreislauf-System definitiv abrundet. Und das Algenöl an sich, da habe ich ein Video zu gemacht zu Omega-3. Super wichtig für deinen Organismus, für dein Herz-Kreislauf-System. Wirkt entzündungshemmend, blutdrucksenkend, verbessert die kognitive Leistung, also gut für dein Gehirn, gut für dein Herz, gut für deine Augen, gut für deinen ganzen Körper. So, zu den anderen beiden Produkten habe ich was gesagt. Sind ja auch Produkte, die ich regelmäßig verschenke, weil ich diese regelmäßig nehme. Dann habe ich gefunden, Herzgespannkraut. Und Herzgespannkraut ist sensationell, wirkt herzberuhigend und blutdrucksenkend, enthält Alkaloide, wir wissen, die Dosis macht das Gift, und diese Alkaloide, die hier enthalten sind, sind den herzwirksamen Glykosiden ähnlich. Bedeutet, erhöhen so ein bisschen die Schlagkraft des Herzens, verbessern die Herzleistung, also ökonomisiert das Herz, um es einfach auszudrücken. Und das in Kombination mit dem Weißdorn, hoho, sensationell. Und dann haben wir hier die Melisse. Die Melisse fördert die Ausschüttung von Acetylcholin, also befähigt den Körper, mehr Acetylcholin zu bilden, und dementsprechend wirkt es beruhigend auf deinen Organismus. Kann bei nervösen Magen-Darm-Beschwerden oder aber auch bei nervösen Herzbeschwerden sehr gut eingesetzt werden. Und seid euch bewusst, die meisten Herzbeschwerden in unserer Gesellschaft nennen sich funktionelle Herzbeschwerden und die sind stressbedingt. Wir haben wirklich zu viel Stress. Achte auf dich, tatsächlich. Und da kann die Melisse wunderbar eingesetzt werden. Ein absolutes Träumchen, diese Melisse. Sollte ich davon mal einen größeren Bestand finden, werde ich dazu ein sensationelles Video machen, weil die Melisse gehört wirklich zu den Kräutern, die ich tatsächlich übertrieben regelmäßig konsumiere. Super lecker, super wertvoll und man kann nie genügend Acetylcholin haben. So, das ist die Kombination Nahrungsergänzungsmittel und bestimmte Pflanzen für ein gesundes Herz-Kreislauf-System. Stell dir noch ein Fahrrad dazu vor, weil die Bewegung darf nicht fehlen. Am besten im Einklang mit der Natur, am besten atmest du die Natur, bist draußen unterwegs, sammelst dir genau diese Kräuter. Dann ist es eine wunderbare, runde Sache, würde ich sagen. Hätte ich ja fast vergessen. Wenn du das gewinnen möchtest, also dieses, ich würde schon sagen, ist ein Bundle. Wenn du dieses Bundle gewinnen möchtest, dann schreibst du in die Kommentare unter diesem Video Weißdorn und ein Herz dahinter. Da würde ich mich sehr, sehr freuen und dann suche ich mir wie immer einen raus.
Gewinnspiele laufen bei mir 1 bis 3 Wochen. Das mache ich so, wie ich es fühle. Ganz genau. Die Nahrungsergänzungsmittel, die ich nutze, alle, die ich täglich konsumiere, sind immer unter meinen Videos verlinkt. Und jetzt sage ich wie immer Danke und esse die Lebensmittel, für die keine Werbung gemacht wird. Lasst mir ganz gerne den Daumen nach oben da und vergesst nicht, die nächste Parteiversammlung findet genau hier statt. Wahnsinn, oder? Ja. Jetzt muss ich los. Diesmal lasse ich die Kamera einfach stehen und laufe mal eine Runde um den See. Da ist ein ganzer Mob Jugendlicher und der eine hat mich eben Bruder genannt. Er hat gesagt, ey Bruder, was geht? Der wird ja nicht meine Kamera klauen, oder? Der beklaut doch keinen Bruder. Sollte ich jetzt mal wirklich machen, eine Runde laufen. Ich wette mit euch, die Kamera wird noch da stehen. Ich habe da ein gutes Gefühl. Sicherheitshalber gehe ich trotzdem zurück.